Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Minecraft-Event, zu unserem neuen Minecraft-Server. Und wir sind jede Menge Leute gerade, die alle... Das sieht total dämlich. Ah! Hört auf mich zu hauen! Mit dabei ist die Kadi, ich fange mal von links an, der Day, die Ellie, die Mandy, der Adrian und die Joanna. Sag doch mal Hallo. Hallo! Ja. Hallo! Und wir haben es ja schon mal so ein bisschen erwähnt, der Day greift mich an hier. Er kommt direkt auf mich zu, dass wir hier so ein bisschen ein neues Event planen. Wir werden hier eine Stadt bauen und so ein bisschen so das Social Life hier ein bisschen symbolisieren. Und dann würde ich sagen, guckt einfach mal ein bisschen rum hier, weil hier ist unser Spawnpunkt nämlich gewesen. Wir haben uns hier erstmal so ein bisschen in der Reihe aufgestellt. Und in dem Punkt auch nochmal danke an Nitrado, weil den Server haben wir nämlich von Nitrado bekommen. Und natürlich werdet ihr im Verlauf der Zeit auch noch mal ein bisschen die Möglichkeit haben, hier mit drauf zu kommen. Aber das erklären wir dann in ein paar späteren Folgen. Erstmal müssen wir hier so ein bisschen das Gebiet erkunden. Ah, Ellie, was machst du da? Hm? Man hört dich, was du machst. Oh. Okay, wir sind anscheinend in irgendeiner Art... Ich habe schon direkt den ersten Erdhaufen eingesammelt. Ich habe eine Höhle gefunden. Was? Wo? Ja, am Fluss. Okay. Weil wir haben uns nämlich überlegt, wir bleiben dann einfach hier, nämlich auch wenn es hier ein bisschen steppenmäßig aussieht. Der Adrian war ja nicht so Fan von. Was wäre dir denn lieber gewesen? Das ist eine gute Frage. Ich denke eher so eine Art Wald, sowas schön grünes und nicht so trocken. Ja, wir können ja, der Michel hatte ja vorgehabt, dass er, wir haben wenigstens Wasser und Sand hier und jede Menge Kühe und Schweine. Weil der Michel hat ja vorgehabt, dass er sowieso hier ein bisschen andere Hölzer ansiedeln will. Und von daher, wir werden das hier schon noch grüner machen oder komplett industrialisieren und alles abbauen. Alles Beton. Alles Beton, genau, ja. Und ich würde euch beten, nicht sofort alle Tiere zu töten. Vielleicht brauchen wir später nochmal... Dasselbe gilt übrigens für das Holz. Also ich sehe jetzt, dass hier alle gerade den Erfolg bekommen, dass sie alles Holz abgebaut haben. Da wäre ich auch sehr verbunden, Aua. Wenn man zumindest das wieder anbaut. Yay, ich baue auch Holz. Was haben wir eigentlich hier für Holz? Das ist Akazie. Akazie, okay. Wir haben auch direkt zweimal Lava hier. Das ist ganz im Ernst. Für das, was wir hier am Anfang haben, finde ich, ist es eigentlich ganz cool. Hier ist auch direkt eine Wüste. Ja, zum Glas machen. Das ist auch ganz cool, ja. Und ich bin direkt in eine Höhle reingefallen. Auch gut. Kommst du wieder raus? Sicherlich. Das ist dann so eine Art Utopia. Wo sind unsere Drehbücher? oh Mann. Ich weiß auch die so Folgen. Man hört auch, dass wir anscheinend hier wirklich eine... komplett Unterhöhlung hier haben, weil man hört immer hier überall einen Zombie stöhnen. Ungefähr hier. Ist unter mir ein Zombie? Soll ich mal vielleicht in den Boden buddeln? Also hier und unter, also unser Gebiet ist ganz gut unterbuddelt anscheinend. Ah, super. Jetzt mache ich erstmal... Wollen wir uns vielleicht am Anfang erst so ein Safe-House bauen hier irgendwo hin, dass wir erstmal sagen können, hier sind wir erstmal sicher. Ich hoffe jetzt mal einfach hier in die Wand rein. Boah, Akazie schaut ja auch noch übelst scheiße aus. Super. Ich finde Akazie eigentlich ganz schick. Mir sieht das, glaube ich, nicht so schick aus. Ja, okay, da kommt natürlich wieder ein bisschen auf Texture. Ich habe jetzt Chroma Hills und... Na, ich bin immer noch bei Sparks. Aber ich glaube, bei Sparks sah das echt nicht schlecht aus. Ich habe jetzt mal hier kurz eine Werkbank hingesetzt und... Oh, ich weiß schon, wo ich mein Haus hinbaue. Oh, ja. Erzähl. Genau hier drüben. Also von unserem Startpunkt quasi in die Richtung, wo wir geguckt haben. Okay, ich werde jetzt hier erstmal eine kleine, ich will nicht sagen Höhle, aber definitiv erstmal einen Bereich bauen, in dem ich zumindest sicher bin. Aha. Da ist natürlich jeder herzlich eingeladen. Ja, ja, ja. Die Kadi. Wenn ich jetzt gleich nicht einen Ofen schnell kriege, bin ich gleich tot. Auch gut. Ja, das Ofen? Ist, Wofür brauchst du einen Ofen? Damit ich mein Braten. Fleisch braten. Bist du die ganze Zeit am Sprinten gewesen oder warum machst du schon keine Kondition mehr? Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe noch komplett gar nichts verbraucht. Wir können ja hier direkt mal einen Ofen hinsetzen. Ich bin auch schon am Stein abbauen.
Da, wo wir angefangen haben, bist du da, Fabi? Ich oder bin, wo? Moment. Ja, da, wo wir angefangen haben, genau. Da baue ich gerade ein bisschen in den Berg rein. Genau da, wo die ganzen Kühe und Schweine sind. Da baue ich jetzt gerade so ein kleines bisschen in den Berg rein, weil ich suche auch gerade mal ein bisschen gleich Kohle. Ja, ich bin auch schon am Suchen an der Oberfläche. Moment, wie war das nochmal mit dem Ofen? 8 Steine. Ja, genau, einmal so ein Ring. Okay, Ofen habe ich. Dann baue ich kurz hier die Werkbank auch nochmal ab. Und dann setze ich das hier wieder rein. Und der Ofen. So, also ich habe jetzt hier beides bei mir dann drin. Ach, der Ofen ist auch noch auf privat gestellt. Ich habe es gerade gesehen, da ja, kam ja gerade so... Wie mache ich das denn, dass der nicht privat ist? Slash C remove. Was? Das ist slash C und dann remove? In einem Wort. Ach so. Ja, und dann? Und dann Linksklick drauf. Dann rühre eine Sicherung... ja. Ah, okay. Sicherung erfolgreich entfernt. Perfekt. Also ich habe jetzt hier einen ungesicherten Ofen. Was ist da los bei dir, Elli? Es tut mir echt groß für den Arsch. Nee, es hat sich nur so angehört, als wäre gerade irgendwas bei dir passiert. Nee, die Leertaste. Das war die Leertaste? Oh mein Gott. Ich befürchte, ja. Ich versuche, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das war... ich habe noch keine Kohle gefunden. Nimm noch ein bisschen Holz, Fabi. Ach so, stimmt ja. Nee, ich wollte Fackeln bauen. Fackeln gehen da leider nicht, also. Oh, ich gehe jetzt einfach mal in den Untergrund. Ich versuche wenigstens... Man sieht zwar nichts, aber jo. Ach nein, Akazienholztüren sehen bei mir auch noch extrem schlimm aus. Das sind diese komischen Gittertüren. Es gibt ja auch andere Bäume hier. Zwar okay, nicht viele, aber ein paar. Boah, jetzt geht's auch noch los hier. Perfekt. Was geht los? Es ist gerade Gewitter außen. Oh. Ich bin gerade unterirdisch. Ja, ich bin jetzt auch... Adrian hat Kohle gefunden. Was? Ich suche hier auch noch fleißig. Also mein Haus ist zumindest schon mal sicher. Also ich habe schon mal einen Höhleneingang gebaut. Ja. Ich werde jetzt hier erstmal dann auch... gucken, wo ich das Rathaus, was ich ja schon in den Folgen, was ihr vielleicht ein paar Mal gesehen habt, gebaut habe, werde ich hier auch versuchen, als erstes Gebäude zu bauen. Oh, ich habe auch Kohle, ich habe Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Werde ich direkt mal eine Fackel hier setzen, weil ich sehe halt echt nichts. Eisen! Ich bin unfähig, eine Fackel zu bauen jetzt, so. Schatzi, wo bist du? Ich renne hier die ganze Zeit mit Juju rum. Unter dem Boden. Unter dem Boden. Toll. Okay. Siehst du ihn? Ach, ja, da hinten. Habt ihr jetzt hier die Werkbank weggemacht? Ich bräuchte die natürlich. Warte hier. Also wenn ihr bei mir in der Nähe seid, bei mir ist es jetzt auch gerade noch, Komm gleich zurück. Recht komfortabel. Nicht wirklich, aber hey. Machst du nur Werbung für dein Hotel? Na diese klar. Ofen ist gesichert. Oh, Schatzi, du kannst ihn nur. Weil ich drin war. Ja, du musst, zählen. Echt nicht? Du musst den Schutz reduzieren. Ja, du musst C-Remove machen. Du schreibst in den Chat C-Remove und dann das erste, was du linksklick anklickst, das hat dann keinen Schutz mehr. Wieso? Genau, aber halt in einem Wort. Aber slash C-Remove, also ein Wort und dann ist es nicht mehr gesichert. Ah, okay. Wer sich fragt, warum das bei uns jetzt so ist, wir haben nämlich hier einen Bucket-Server, in dem wir uns hinsetzen können und so, die Special Features. Deswegen sind Sachen gesichert, weil wir uns hinsetzen können. Ja, und Sachen sichern. Genau, also dass wir unsere Privatsphäre fahren. Ja. Ah, ich habe eigentlich sogar recht viel Kohle hier, sehe ich gerade. Ich habe noch nicht eine gefunden. Das heißt recht viel, ich habe jetzt glaube ich 8 oder 9 Kohle hier. Hier ist doch Kohle, du Blindfisch. Ich sehe nichts, mir zu dunkel hier. Wo bist du denn? Ja, hier oben drüber, guck mal. Oh! Oh. Ja.
So, mal gucken. Ich setze mir auch noch mal eine Fackel hin. Das ist nämlich echt verhältnismäßig dunkel hier. Mit dem Shader. Aber es ist natürlich super, dass direkt unser erster Tag, wo wir hier sind, haben wir direkt mal wieder scheiß Wetter außen. Aller Anfang ist schwer. Helly, ich habe uns Licht gemacht. Yay. Oh, du hast Feuer gemacht. Oh, Dave, du bist so ein Meister. Ich hab schon einen Zombie gehört. Ich sehe einen Zombie, da kommt ein kleiner Zombie auf uns zu. Nein. Pass auf. Mach es uns hier übrigens ein bisschen wohnlicher. Okay, dann mache ich unsere Höhle mal zu. Bin hinter uns, genauso ich wie ein Zombie. Ich bin ganz alleine. Wir haben hier ein Steinschwert gebaut. So, dann Kadi, ist die auch auf Solo-Tour? Die ist eine Stimme, Kadi ist auch auf Solo-Tour, ja. Kadi, soll ich dir zeigen, wo ich wohne? Was heißt gerade drin bin, dass du nur mal sicher bist. Guck mal gerade. Hier, Kadi, hier. Komm ich da rein. Do you? Ja. Wir nehmen dir ein bisschen. So. Man weiß ja nie, was uns die Nacht erwartet. Wenn du Steine oder sowas brauchst, Kadi, kann ich dir was geben. Hier, da, nimm das. Der Glück auf Erfolg, was bringt der, was macht der eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, dass sie irgendwas geschenkt bekommen hat von jemand anders oder so vielleicht. Weil ich habe hier gerade was, ich habe hier gerade was hingeworfen. Und dann hat sie direkt den Erfolg bekommen. Das heißt, du gibst ihr nichts, du wirfst sie einfach nur hin? Ja, und dann hat sie den Erfolg bekommen. Ja, versuch mal in Minecraft irgendwas zu geben. Wow, to Level 30, ich hab begonnen, ich bin Level 3. Fast 4. Was? Wieso bist du denn schon so hoch? Ich hab gerade mal Level 2. Also ich bin auch am Abbauen. Sobald das Wetter hier besser wird, dann werde ich auch mal gucken. Jetzt habe ich ja die ersten Steine, da werde ich auch mal dann gucken, dass ich mal hier mir einen Platz suche, der auch groß genug ist, um das Rathaus hinzubauen. Ansonsten muss ich das Ganze etwas verkleinern, sagen wir es mal so. Du kannst ja erstmal ein bisschen kleiner bauen und dann später anbauen. Maßstab 1 zu irgendwas dann. Hey, Kohle! Seid ihr auch direkt auf Diamantenschichtsebene gleich? Was? Sind wir so niedrig? Nee, aber ich baue ja runter. Da geht's direkt wieder hier, der Day, der alte Mine. Boah, Kohle, wie sau bei mir hier. Und Pep. Man sieht jetzt zwar nicht viel, aber hey. Erstmal die ganze Kohle abbauen. Jetzt bin ich mich auch bald Level. Ach, stimmt, ich bin auch gleich Level 4. Geht nämlich recht schnell auf, also ja. Die ersten Level auf jeden Fall. Ja. Okay, dann baue ich mal direkt noch ein paar Fackeln. Oh, 45 Kohle habe ich. Bei mir ist überhaupt kein Level. Also beim Abbauen kriegt man eigentlich auch Erfahrungspunkte. Genau. Nur von gewissen Sachen. Wo bist du denn, Kadi? Ach, du hast dich hier nach oben gebaut. Hier, Kadi, schau mal, nimm mal, wenn. Ach, du hast schon selber. Ja, ich werfe dir mal ein paar Fackeln runter. In Kadis Grube. Ja, die Kadi hat sich direkt so einen Weg nach unten gebaut. Zack. Ich habe uns hier mal eine Werkbank gebaut. So, wir werden hier übrigens auch im Off natürlich immer so ein bisschen weiterbauen. Aber ich werde euch dann immer mal so ein bisschen zeigen, was quasi so bei den anderen passiert. Weil natürlich kann man da immer nicht alles zeigen. Aber soweit war es das nämlich auch schon für die erste Folge. Und ihr könnt natürlich auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr ganz so gerne hier sehen würdet, was wir bauen sollen. Ansonsten werden wir uns so ein bisschen daran halten, was so die kleinen Berufe so intern von den Leuten sind. Oh je, ist das Wetter schlimm hier. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss.